Willkommen bei diesem Beitrag über die Integration von OCX bzw. ActiveX Controls in eine Uniphase-Anwendung. Im Folgenden werde ich Ihnen zeigen, wie Sie das Microsoft Outlook View Control einbinden können. Das verwendete Beispiel legt folgende Aufgabenstellung zugrunde. Der Benutzer soll sich aus der Uniphase-Anwendung heraus Outlook-Daten wie Kalender, Kontakte usw. so ansehen und bearbeiten können. Eine Verarbeitung der Outlook-Daten in der Anwendung ist nicht nötig. Hierzu soll eine möglichst einfache Integration ausgewählter Outlook-Funktionalität in die Uniphase-Anwendung umgesetzt werden. Für die Einbindung der Outlook-Funktionalität, Kalender, Kontakte etc. in die Anwendung wurde eine eigene Uniphase-Maske erstellt. Diese kann aus der Hauptmaske per Button aufgerufen werden. Im linken Bereich der Maske werden Outlook-Elemente innerhalb eines OCX-Container-Widgets dargestellt. Per PROC-Code wurde beim Aufruf der Maske der Kalender-Folder in der Tagesdarstellung ausgewählt. Das dazugehörige Outlook-Kontext-Menü kann mit Mausklick, rechte Taste, auf diesen Bereich aufgerufen werden. Über die Dropdown-Liste Ordnerauswahl in der Maske rechts oben kann der Outlook-Folder gewechselt werden. Direkt darunter befindet sich eine weitere Dropdown-Liste, mit der die Ansicht Outlook View des gewählten Outlook-Folders geändert werden kann. In unserem Beispiel haben wir hier den Event Before View Switch abgefangen, indem wir dem Benutzer den Wechsel bestätigen lassen. Des Weiteren wurde in der Beispielmaske noch der direkte Aufruf von Outlook Forms eingebaut. Und zwar einmal über einen Button, Aufruf des Outlook-Adressbuches und zum anderen über eine weitere Dropdown-Liste. Hier kann zum Beispiel ein Outlook-Meeting-Request geöffnet werden. Für die eben dargestellte einfache Integration von Outlook-Elementen wurde das Microsoft Outlook View Control verwendet. Die Einbindung erfolgte mittels dem OCX Container Widget innerhalb einer Uniphase Form. Schauen wir uns nun in der Entwicklungsumgebung an, wie die Integration realisiert wurde. Hier zunächst einen Blick auf das Paint-Tableau der entsprechenden Form. Im linken Bereich sehen wir den OCX-Container, also ein Uniphase-Feld vom Widget-Type OCX-Container. Nachdem das Feld in der üblichen Weise eingezeichnet und ein Feldnamen vergeben worden ist, wurde der OCX-Container konfiguriert. Die Konfiguration wird durchgeführt über die Widget-Properties des entsprechenden Feldes. Als erstes ordnen wir dem OCX-Container das entsprechende OCX-Control zu. Die Zuordnung erfolgt über eine Selektionsmaske, die wir über den Doppelpfeil-Button neben den OCX-Namen aufrufen können. In dieser Maske
sind sämtliche im System registrierten OCX-Controls aufgeführt. Wir wählen für unser Beispiel das Microsoft Office Outlook View Control aus. Nachdem wir aus der Maske mit OK rausgehen, befindet sich in dem Feld OCX-Name die PROC-ID des ausgewählten Controls. Um später auf Methoden und Funktionen des OCX-Objektes zugreifen zu können, generieren wir zunächst mal eine Signatur. Hierzu nutzen wir den Generate Signature Button im unteren Bereich der Property-Maske. Danach legen wir fest, welche Trigger für die Verarbeitung von Events des OCX-Controls zuständig sein sollen. In unserem Beispiel haben wir hierfür den Extended Triggers Trigger ausgewählt. Als letztes haben wir dann noch die OCX-Objekt-Eigenschaft Folder dem Feld zugeordnet, um später über eine einfache Wertzuweisung den ausgewählten Folder zu ändern. Damit haben wir dann die Konfiguration für unser Beispiel abgeschlossen. Schauen wir uns nun den PROC-Code zu. Im Execute-Trigger wird zunächst die Referenz auf das OCX-Objekt für die spätere Nutzung in eine Variable gespeichert. Dann wird im OCX-Container-Feld der Name eines Outlook-Folders als Wert zugewiesen, wodurch das Folder-Attribut des OCX-Objektes gesetzt wird. Auf die gleiche Art wird im Value-Change-Trigger der Drop-Down-Liste Ordnerauswahl der Folderwechsel realisiert. Für den Wechsel des Outlook-Views hingegen wird in der entsprechenden Drop-Down-Liste eine Methode des OCX-Objektes genutzt, die wir über den Handle erreichen. Weitere Methoden werden für den Aufruf der Outlook Forms verwendet. Hier zum Beispiel der Addressbook Form oder im Value Change Trigger der entsprechenden ausgesuchten Form. Fassen wir kurz die Implementierungsschritte zusammen. Als erstes erstellen wir ein Uniface-Feld mit dem Widget-Type OCX-Container. Im zweiten Schritt konfigurieren wir den OCX-Container über die Widget-Type-Properties. Dabei beginnen wir mit der Zuordnung des OCX-Controls über den OCX-Namen. Anschließend generieren wir mit dem Button Generate Signature die Signatur für das OCX-Objekt. Als nächstes legen wir dann die Trigger für die Ereignisverarbeitung fest. Des Weiteren haben wir in unserem Beispiel den OCX-Container-Feld ein OCX-Objekt-Attribut zugeordnet. Bei der Konfiguration des OCX-Containers wenden wir uns jetzt dem PROC-Code zu. Zum einen möchten wir die Methoden des OCX-Objektes verwenden. Hierzu müssen wir dieses Objekt zur Laufzeit ansprechen können. Mit der Uniface-Function $OCX-Handle können wir eine entsprechende Referenz, einen Handle, erstellen und diese zum Beispiel in einer Variablen speichern. Der eigentliche Aufruf der Methoden erfolgt mit der Pfeilnotation auf die entsprechende Operation. Zum anderen möchten wir die verfügbaren Events des OCX-Objektes nutzen. Dazu programmieren wir das gewünschte Verhalten in den zugeordneten Triggern aus. Unser kleines Beispiel hat gezeigt, wie Outlook-Funktionalität durch den Einsatz eines OCX-Controls und des Uniface-OCX-Container-Widgets ohne großen Aufwand in eine Uniface-Anwendung integriert werden kann. Voraussetzung dafür ist, dass das OCX-Control auf dem entsprechenden System registriert ist, das heißt, zur Laufzeit angesprochen werden kann. Und natürlich müssen entsprechende Kenntnisse über das OCX-Control vorhanden sein.
Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Spaß beim Ausprobieren.